Na, wo ist es denn? Da. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier drunter liegt. Nein. Oh, nein. Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video, zu unserem ersten Video von unserer Europa-Tour. Ich habe nichts vorproduziert und wir sind jetzt unterwegs. Das heißt, jedes Video, das jetzt kommt, ist auf dieser Tour entstanden und geschnitten. Und wir sind heute im Wald unterwegs, unterhalb von einer Burgruine. Die steht dort oben. Und ich bin sehr dankbar für dieses Angebot. Der Waldbesitzer hat mich kontaktiert. Wir sind aber auch schon im Ausland unterwegs. Also denkt dran, Freunde, die Rechtslage gibt es nicht, überall her sondern zu dürfen. Und ich bin sehr dankbar, hier suchen zu dürfen. Wir müssen nur darauf achten, dass wir nicht zu dicht rangehen. Also das ist ein bestimmter Bereich, das ist ein Denkmalschutzgebiet und da dürfen wir nicht mehr Metalldetektor suchen, aber unterhalb der Burg schon. Und ja, zu der Burg ganz kurz, die wurde im 13. Jahrhundert gebaut, aber ist um 17. Jahrhundert schon wieder abgerissen worden oder zerstört worden im 30-jährigen Krieg. Dementsprechend könnte es sein, dass wir heute was richtig, richtig Altes finden. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, mal eine richtig schöne alte Münze oder sowas zu finden. Aber hier war auch im Krieg ein bisschen was los, also ich bin gespannt, auf was wir stoßen. Ich bin für alles offen, außer Munition, das möchte ich nicht finden. Und dann würde ich sagen, setze ich mir mal die Kamera auf den Kopf und dann zeige ich euch mal, was ich alles mit habe. Und dann kann es auch schon losgehen. Mal gucken, was wir so finden. So, ich habe natürlich wieder meinen Rucksack bei. Ein bisschen Trinken ist natürlich auch drin, aber das, was besonders wichtig ist, ist ein kurzer Spaten, der reinpasst. Ich habe mich heute mal für den entschieden, weil der ein breiteres Blatt hat. So, damit kann man auch ein bisschen besser graben. Dann natürlich den Metalldetektor mit der großen Spule, damit wir ein bisschen tiefer kommen, weil ihr seht schon, hier ist sehr, sehr viel Laub. Und dann habe ich noch eine Fundtasche, eine neue, die habe ich noch nicht ausprobiert. Die muss ich erstmal hier ein bisschen zusammenbasteln und dann mal gucken, was wir so finden können. Ich baue das ganze Zeug zusammen und dann kann es auch schon losgehen. Wir sehen uns beim ersten Signal. So, da ist unser erstes Signal und dort oben ist einfach eine richtig schöne Höhle. Erinnert mich an Cyber Bros. Wild. Gucke ich übrigens auch sehr fleißig, bin ein großer Fan. Aber jetzt gucken wir uns erstmal an, was das hier für ein kleines, feines Signal ist. Hört sich echt gar nicht mal schlecht an. Ein kleiner Spatenstich sollte genügen. Ah. Okay, es ist nur ein kleiner Granatensplitter. Davon werden bestimmt einige kommen hier noch. Die haben ein Bombensignal. Ist halt so ein Teil vom Führungsring. Habe ich ja auch schon oft gefunden, aber das wird uns heute ein paar Mal noch begegnen. Aber werde ich nicht mehr zeigen, denke ich mal. Ist halt auch nicht so spannend, ehrlich gesagt. Na, mal gucken, was noch so geht heute. Okay, hier ist allerdings kein einziges Signal leider. Das wäre natürlich cool gewesen, aber keiner was versteckt oder so. Ah ja, egal. Oh, sehr, sehr flaches Signal. Oder? Ah ja, eine Patronenhülse. Aber die ist scharf, wie ich sie sehe. Okay, die nimmt man auf gar keinen Fall mit. Hier unten sieht man auch, ist nicht abgeschlagen. Ich werde euch trotzdem mal den Bodenstempel vorsichtig zeigen. Da, ich glaube, ich habe irgendwas mit LS gesehen. Egal, ich werde euch kein Bild einblenden können. Wie gesagt, ich nehme die nicht mit. Sowas sollte man auf jeden Fall melden. Ich werde mir die Stelle erstmal markieren und dann das später machen. Okay. Machen wir mal genauso wieder rein, wie sie da lag. Aber guckt euch mal an, wie flach die noch war. Das ist irgendwie krass. So, Stöckchen. Okay, das sollte aber reichen. Ist relativ dicht am Weg. Hier ist die nächste kleine schöne Höhle. Daneben so ein Krater. Aber was uns interessiert ist, dieses wunderschöne Signal hier, das endlich mal was Gutes sein kann vielleicht. Es wird langsam Zeit. Okay, der nächste Führungsring, den zeige ich euch doch nochmal. Da sieht man den noch ganz gut. Ist wahrscheinlich noch ein Achtel hier. Man sieht auch noch die Rundung und hier die Einkerbungen. Wenn das Geschoss durchgepresst wird, dann wird es leicht in Rotation versetzt. Und dann jo, sieht so aus danach. Weg damit. Und nächstes Signal. So, Freunde, das scheint doch ein Signal zu sein. Das heißt, ich werde jetzt reinkrabbeln. Oh, ich hoffe, das Ding kommt hier nicht runter. Seht ihr überhaupt was? Ich hoffe doch. Na, wo ist es denn? Da. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier drunter liegt. In der Tiefe auch noch. Nein. Oh, nein. Ey, Leute, ich schwöre euch, es ist kein Fake.
Guck's dir an. Alter. Es ist einfach irgendwas aus Silber, irgendein... Warte mal. Ich kann ja nicht mehr... Oh mein Gott. 1925. Ist jetzt nicht Mittelalter, aber... Krass. Es ist irgendeine Medaille. Schützenfest. Ach so, Schützenfest. Ein Schützenfestabzeichen oder eine Schützenfestmedaille. Einfach da drunter. Ich fasse es nicht. Ich freue mich so. Ich freue mich richtig doll. Wow, was für ein schöner Fund. Hier. Aber jetzt suchen wir nur noch unter Höhlen. Ja, wir suchen jetzt nur noch die Höhlen ab. Hier sind so viele Höhlen. Ich glaube, das machen wir jetzt echt. Oh mein Gott, wie krass. Sieht richtig schön aus, oder? Mhm. Vom 1925. Oh. Ist echt schon ordentlich alt. Fast 100 Jahre. Oh, wie geil. Endlich ein guter Fund nach 1000 Granatsplittern. Ich raste aus. Wo ist mein Coinpad? Oh, ich liege hier noch so halb unter der Höhle. Aber ich muss das auf jeden Fall noch, weiter absuchen. Erstmal raus hier. So, guckt euch das an hier. Coinpad ist wieder fast sauber, gut ein bisschen rostig. Da hatte ich noch so einen Cent drin liegen. Aber, oh, ist das geil. Ich freue mich so sehr. Ich hoffe, euch gefällt das schon mal. Dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Und wir suchen jetzt nochmal weiter hier drunter und dann noch die anderen Höhlen ab. Das ist natürlich richtig, richtig toll. Aber warum, also jetzt ist ja das Interessante, wie kommt diese Münze hier hin? Da muss ja irgendeiner drunter gehockt haben und die verloren haben. Hier ist noch was. Das ist nicht ganz so gutes Signal, wir gucken trotzdem. Es kann natürlich auch sein, dass der die versteckt hat hier. Aber eine einzelne Münze? Ich weiß nicht, ob man eine einzelne Münze versteckt. Also eine Medaille. Ja, das ist nur Schrott hier, schade. Okay, kommt trotzdem in die Fundtasche. Oh, ich hoffe, die Kamera läuft richtig, ey. Wahrscheinlich seht ihr gar nichts, weil die nach unten guckt. Aber hier ist nichts mehr. Okay, ab zur nächsten Höhle, würde ich sagen. Ich glaube gar nicht, wie ich mich gerade freue, weil es ist einfach so ein Zufall. Meine Freundin hat schon wieder gar keine Lust gehabt. Die war jetzt schon ein bisschen hier unmotiviert rumgeschlapst hinter mir her. Und dann habe ich gesagt, komm, gib mir ein Küsschen auf die Kamera, das bringt bestimmt Glück. Ohne Scheiß, das haben wir 2 Minuten vorher gemacht und dann finden wir das Teil da unter der Höhle. Ich freue mich so sehr. Egal, wir machen weiter. Ich will euch jetzt nicht zu lange hier auf die Folter spannen. Ich bin auch aufgeregt, was wir noch so finden können. Also ab geht's. Okay, nächste Höhle. Hört ihr's? Ist jetzt nicht ganz so sauber, aber wir probieren es natürlich trotzdem. Okay, gucken, wie wir das machen. Großes rostiges Stück Metall. Ah, schade. Aber was war das? War nochmal. Vielleicht ein Scharnier oder so. Ja, wahrscheinlich ein Scharnier. Ah, gut, okay. Nichts allzu Besonderes. Nehmen wir aber trotzdem mit. Okay, ab zur nächsten Höhle, würde ich sagen. Achso, das Loch mache ich natürlich noch zu. Selbstverständlich. Den Weg zur nächsten Höhle haben wir hier nochmal ein schönes Signal. Da kam gerade doch noch Eisen durch. Mal sehen. Vielleicht ist es doch kein schönes Signal. Ja, doch nicht. Oh, doch. Guck mal, das ist ein Schloss gewesen. Könnte auch schon etwas älter sein, auf jeden Fall. Naja, ist doch einigermaßen interessant. Übrigens hat meine Freundin vermutet, dass vielleicht dort an der Höhle, wo wir das Scharnier gefunden haben, dass da vielleicht was drin gelagert wurde. Dass da wirklich mal so eine Art Tür war, eine Klappe. Vielleicht gehört das Schloss da auch dazu. Ja, gerne mal eure Tipps in die Kommentare schreiben. Da bin ich immer offen für. So, aber was ist das hier noch? Hört sich doch ganz gut an. Was ist das denn? Auf jeden Fall gestempelt, ich blende es euch da nur ein. Aber ist wahrscheinlich nicht so alt, oder? Keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt, auf eure Ideen gespannt. Immer hilfreich. Okay, da hinten ist die nächste Höhle, falls ihr sie schon sehen könnt. Da werden wir jetzt hingehen. Mal gucken, ob da auch noch was drunter liegt. Würde mich ja schon ein bisschen wundern, aber auch sehr freuen. So, hier ist die nächste Höhle. Die ist auch sehr, sehr tief. Also da kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut drunter verstecken. Und da oben ist auch noch eine Höhle. Ey, das wäre ja noch optimaler für Seven Rivers Wild als Schweden. Muss ich dem Fritz nochmal eine Nachricht schreiben. Nächstes Mal wird es hier ausgetragen. Hört sich aber nicht so an, als wäre hier ein Signal. Ich gucke nochmal gründlich, aber ja, ich hole euch dazu, wenn ich irgendein Signal habe. Unten in der Höhle war nichts. Also gucken wir uns mal die Höhle hier oben an. Ah, die ist ein bisschen kleiner.
Da ist schon schwieriger, sich drunter zu verstecken auf jeden Fall. Ich verstehe gar nicht, wie da so viel Laub reinkommt. Wahrscheinlich durch Wind. Nein, da ist leider nichts. Okay, aber hier sind ja noch genug Höhlen. Und irgendwas werden wir schon noch Spannendes finden heute hoffentlich. Zur Not brauche ich nochmal ein glücksbringendes Küsschen auf die Kamera. Was ist das? Was zum Geier ist das? Ist das ein einfacher Grill? Das ist der beste Fund ever. Der kann gleich auch noch hinten auf meinen Ersatzrad drauf. Dann haben wir noch einen Grill mit. Das gibt's doch nicht. Das ist einfach ein Grill. Ist das krass. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der muss ja schon ein bisschen älter sein. Irgendwie mal gegrillt hier. Guten Appetit. Ach, krass. Ja, stimmt. Wenn man bei 7 vs. 2 einen Grill findet, ist natürlich optimal. Wie geil ist das denn? Vielleicht hat jemand auch 7 vs. 2 gespielt. Und sein einer Gegenstand war ein Grill. Also ich wusste nicht, dass die Franzosen so 7 vs. Wild Fans sind, aber sieht offenbar so aus. Es ist schade nur, dass sie ihren Müll nicht mitnehmen und hier lassen. Wir werden ein bisschen Plastikmüll auf jeden Fall mitnehmen. Aber vorher werde ich auf jeden Fall hier auch nochmal die Höhle durchsuchen ein bisschen. Hier wird jemand geschlafen haben, schön mit Moos ausgelegt. Krass. Nein. Hier drin ist nichts. Schade. Aber ja, wie gesagt, ein bisschen Plastikzeug nehmen wir mit. Das hat hier echt nichts zu suchen. Das finde ich schade, weil er ist ja offenbar naturverbunden und so. Dann soll er seinen Müll auch mitnehmen. Knicklicht. Hat ganz schön geschummelt bei Samuel, das zweite Kollege. Meine Güte. Okay, weiter geht's. Mal gucken, ob wir noch eine schöne Höhle finden oder irgendwas anderes. Ich bin gespannt. So, nächstes Signal in der Nähe von den Höhlen, von den großen. Das hört sich echt gut an, muss ich sagen. Na, bitte lass es nicht ein Granatsplitter sein, bitte, bitte, bitte. Eine Minze oder so. Ja, nein. Oh, doch. Es ist kein Granatsplitter. Aber es ist wahrscheinlich auch nichts Altes, oder? Nee, Prestil ist irgendeine Jackenfirma, vermute ich. Wer es besser weiß, gerne in die Kommentare schreiben, aber schade. Okay, egal. Ich hoffe, dass wir auch noch mal eine Münze finden. Ich meine, wir haben vorhin sowas Ähnliches gefunden. Die Medaille ist natürlich nicht zu toppen. Aber eine Münze wäre auch nicht schlecht. Eine schöne alte Münze. Das wollten wir eigentlich finden heute. Alte Sachen, sehr alte Sachen. So, wir haben jetzt ganz schön lange gar nichts gefunden. Auch keine wirklich guten Signale gehabt. Deswegen gucken wir uns mal das hier an. Das ist ein Fahrradlenker. Oder bin ich blöd? Das ist eindeutig ein Fahrradlenker. Komisch. Aber der ist auch schon ein bisschen älter. Ja, also wir werden jetzt hier den ganzen Weg nochmal runtergehen. Die Burg ist übrigens schon relativ weit dort. Wir sind nicht an der Burg hochgegangen. Aber ja, hier lag auch gar nichts. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir noch ein, zwei schöne Signale hier machen, bevor es dunkel ist, weil es dämmert schon langsam. Gib nochmal ein Küsschen auf die Kamera für Glück. Danke. Okay. Das klingt ein bisschen größer. Noch nicht? Ah. Es ist eine Patronenhülse, aber die ist vom Jäger, oder? Ich zeig sie euch. So. RWS. 9mm. Na gut, eine kleine Patronenhülse, die wird nicht so alt sein, denke ich mal. Es sei denn, ihr korrigiert mich dann doch, aber ich denke, die ist ein bisschen jünger und vom Jäger hier. Ja, sieht mir auch zu sauber abgeschlagen aus. Genau in der Mitte. Na gut, weiter geht's. Okay, womöglich eins der letzten Signale für heute. Mal sehen. Ist auch schon draußen, das ist gut. Was ist das denn? Oh, das sieht interessant aus. Lass mich mal ganz kurz gucken, aber... Ah doch, das ist ein... Geschossen, aufgetroffenes Geschoss, wartet mal. Habe ich jetzt auf den ersten Blick auch nicht erkannt, aber guck mal hier hinten, da ist das Hinterteil. Und hier war vorne und es ist aufgetroffen und dann hat sich so nach hinten gewölbt. Jo, interessant, aber ist genau gerade aufgetroffen.
gegen irgendwas Festes. Ich hoffe mal nicht gegen den Menschen oder sonst was, sondern gegen den Felsen von diesen Höhlen hier. Und interessant. Könnte auch schon deutlich älter sein hier. Cool. Letztes Signal, Versuch Nummer 6. Bisher nur Granatensplitter, ein Knopf und anderer Müll. Vielleicht jetzt endlich. Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich noch brauchen werde, aber ein bisschen Helligkeit haben wir noch. Oh, yes! Jawoll! Es ist eine richtig dicke Münze. Und ich erkenne sie schon, es ist doch keine Münze. Ich glaube, ich erkenne sie. Wartet mal. So, da ist nämlich, glaube ich, ein Kaiser Friedrich drauf. Und es könnte so eine Lernende Leiden und Klagenmedaille sein. Obwohl, nee, ich erzähl Quatsch. Ich glaube, hier ist ein Adler. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist doch eher eine 10-Zong-Team-Münze oder irgendwas. Egal, ich habe es euch sicherlich eingeblendet. Und ihr seid schlauer als ich gerade. Aber ja, geil. Nochmal ein richtig schöner Fund hier. Ich bin froh, dass es doch nochmal ein gutes letztes Signal geworden ist. Und dass es noch hell ist. Sehr schön, ich freue mich. Wuhu, noch ein Fall fürs Coinpad. Ich kann es kaum glauben. Wir haben zwar nicht übelst viele Funde gemacht, aber ein paar sehr schöne und ich freue mich, dass wir überhaupt ein paar schöne Funde gemacht haben heute. So Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Mir persönlich hat es sehr Spaß gemacht und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo für diesen Kanal. Ist beides kostenlos. Ansonsten, ja, wir sind auf Europa-Tour und wenn ihr dem folgen wollt und uns folgen wollt, dann gerne mal bei Gebrüder Lange Reisen auf Instagram vorbeigucken, gebrüderlange.reisen. Dann verfolgt ihr unsere Tour und ja, unsere Abenteuer. Wir haben zum Beispiel einen Rückspiegel abgerissen und so. Ist ganz witzig, was uns so passiert, denke ich mal. Wir sind ins kalte Wasser gesprungen, einfach losgefahren und ja, werden aber auch schöne weitere Videos aufnehmen. Deswegen lohnt sich auch ein Abo hier auf diesem Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns jeden Dienstag und Freitag um 15 Uhr auf diesem Kanal in einem neuen Video mit dem Metalldetektor. Also bis zum nächsten Mal. Schöne Woche und ja, haut rein. Nee, schönes Wochenende. Es ist ja ein Freitagsvideo. Haut rein. Die Brüder von lange, die suchen noch lange.